Na, was geht ab, alles klar im BH? Willkommen zum Maneater. Welche Sets sind für was am besten? Gleich nach dem Intro. Heute geht es um das bioelektrische Set. So gesehen auch das Stun-Set. Im Gegensatz zu dem Schatten-Set, wo ihr alle vergiftet, stunt ihr alle. Ihr könnt genauso im Fernkampf agieren als auch im Nahkampf. Nachteil ist hier, ihr seid langsamer als wie beim Schatten-Set. Dafür haltet ihr wiederum mehr aus. Stunt und seht einfach nur mega aus. Wie gesagt, im Hintergrund seht ihr jetzt so ein bisschen Gameplay. Ich habe jetzt nie groß irgendwie, wie es beim Schattenset, Szenen rausgesucht und gemacht, weil, wie gesagt, im Endeffekt es ist dasselbe wie das Schattenset, nur halt, dass ihr am Stun seid, ein bisschen mehr aushaltet und nicht ganz so schnell seid. Das Set bekommt ihr eigentlich nur bei der Niedertracht. Zu 100% bin ich mir nie sicher, aber das meiste bekommt ihr auf alle Fälle dort. Und es lohnt sich, bei Epic bzw. im damaligen Stream hatten wir das Endgame komplett im bioelektrischen Set erledigt und das ohne Probleme. Absolute Empfehlung, sehr geiles Set. Wie gesagt, im jetzigen Run auf Steam hatten wir gegen Scaly Pete das Knochenset gehabt. Wie gesagt, die anderen Videos oben rechts nochmal verlinkt, da kann er vorbeischauen. Ja, wofür ist das Set am besten? Eigentlich wirklich zum Campen. Abhauen ist eher nicht so optimal durch die Schnelligkeit, aber wenn ihr jetzt gegen Predatoren oder weiße Haie fightet, Hammerhaie und so weiter und so fort, sollte das kein Problem sein. Wie gesagt, sobald ihr ausweicht, macht ihr Schockwellen. Wenn ihr die Ulti aktiviert, seid ihr extrem schnell und macht halt Schockwellen. Also ihr seid eigentlich permanent am Stun. Egal was ihr macht. Wenn ihr normal zubeißt, wenn ihr am Ausweichen seid, wenn ihr die Ulti aktiviert, ihr stunt eigentlich regelrecht. Zwar nicht lange, ich weiß jetzt nicht genau, ob man das drauf ausbauen kann. Müsste man gucken wegen den Organen. Aber wie gesagt, dazu kommen wir dann in einem späteren Zeitpunkt. Viel gibt zu dem Set nicht zu sagen, da viele Sachen genauso sind wie beim Schattenset, wie gerade schon angesprochen. Wo ist ja rechts oben nochmal verlinkt. Da können wir nochmal vorbeischauen. Und ja, jetzt haben wir jetzt eigentlich bloß noch das Atomare-Set offen. Bin gespannt, wie ein Bett lagen. Und danach kommen wir schon zu den Wilds. Lassen wir uns überraschen. Das erste wird dann, denke ich mal, sein Tigerhai. Genauso wie wir hier angefangen haben, mit dem Set erklärt. Und ja, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Schaut gerne bei den anderen Videos vorbei und bis dahin. Ciao, ciao.